Wer im Mittelalter eine böse Zunge besaß, der musste mit dem Schlimmsten rechnen. Da gab es kein Pardon, denn schwuppdiwupp, da war die Zunge draußen. Raue Sitten also in einer Zeit, in der aber auch Gaukler und Jongleure ihre Künste entwickelten. All das ist jetzt noch einmal zu bewundern, und zwar auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Dort, wo demnächst bald Autos und Hightech-Produkte hergestellt werden sollen, tummelt sich momentan gerade ein Völkchen aus dem 15. Jahrhundert. Hochsommer in Berlin. Wer nicht in den Urlaub gefahren ist, kann hier eine Zeitreise antreten. Für das größte Mittelalterspektakel Europas entstand auf einer kahlen Fläche von 5000 Quadratmetern eine Pfahlburg aus Holz und Lehm. Gaukler und Musikanten haben Einzug gehalten. Veranstalter des Zeitreisespektakels ist der Verein Spektakulatius. Die Mitglieder haben sich der Pflege mittelalterlicher Kultur verschrieben. Wir glauben, dass das, dass das Mittelalter im Grunde genommen in der heutigen Zeit viel zu wenig als Form behandelt wird. Man weiß etwas über Filme und über ein paar Bücher, die ab und zu erscheinen. Aber so als allgemeines Geschichtserlebnis ist es kaum vorhanden, wird auch kaum rübergebracht. In mehr als 40 verschiedenen Werkstätten lassen sich Handwerker auf die Finger schauen. Wer weiß denn heute noch, wie die Wolle zu ihrer Farbe kommt oder wie Leder gegerbt wird und welch sonderbare Gestalten früher so durch die Gegend zogen. Schon wieder einer, der uns die Seele stehlen will mit diesem magischen Kästlein. Übel! Hitzige Zeiten im Mittelalter. Mitten im Volke bricht nach einem Saufgelage Streit aus. Zwei Rittersleute duellieren sich. Fast 400 Vergangenheitsfans schlüpfen für das Spektakel 6 Wochen lang in zerrissene Gewänder. Und was machen die Ritter, Mägde und Gaukler im normalen Leben? Ich habe zum Beispiel einen Drucker, Gesellenbrief und übe den Beruf aus. Ja, ich bin gelernter Sozialpädagoge. Und ja, fahre, wenn ich gerade nicht auf Mittelaltermärkten bin, Rettungsdienste oder tue einfach gar nichts. Sobald ich ins Atomzeitalter zurückkomme, bin ich Hotelfachfrau. Nebenberuflich Amateurtheater. Aus ganz Europa und Kanada sind die Darsteller angereist. Für eine kleine Aufwandsentschädigung. Macht das Leben im Mittelalter so viel Spaß? Mittelalter-Hobby macht riesig Spaß. Ich glaube, das Mittelalter damals hat etwas weniger riesig Spaß gemacht. Heute ist das ganz gut gemischt mit Lagerfeuerromantik, mit Familiengefühl von, ein kollektives Familiengefühl von 400 Aktiven auf dem Mittelalterfest. Finsteres Mittelalter, finstere Nächte. In der Dunkelheit zieht gespenstisch die Pest durch die Burg. Fanatische Christen kasteien sich beim Geißlerumzug selbst. So ist der Tag des jüngsten Gerichts gekommen über diese Stadt. Bei loderndem Feuer passiert jede Nacht etwas anderes. Diebesgesindel wird gefasst, rauschende Hochzeiten werden gefeiert. Jeden Mittwoch plündern gar Aufständische die Burg. 10 Jahre lang bastelte der Produzent Sven-Erik Hitzer an dem Spektakel, das über 500.000 Mark kostet. Was mich besonders fasziniert, ist die Echtheit, die machen. Und die spielen halt alle auch so total gut. Auch an den Ständen, die ganzen Leute, die verkaufen und so. Das ist irgendwie alles so total echt. Das finde ich einfach schön. Mir gefällt die Pest unheimlich gut. Ist genial, so zu sehen, wie das früher mal ausgesehen hat, einfach. Die Leute sind gut drauf. Und so. Man lernt Leute kennen und die haben noch nie gesehen. Die sind normale Bürger, ich bin mit Iro und so, total geil. Und so, die Atmosphäre ist tierisch geil, nur die Häuser müssen weg. Ich warte darauf, dass irgendwas Spektakuläres passiert. Eine Hexenverbrennung, darauf warte ich. Das Warten lohnt sich, der Inquisitor tritt auf. So jemand eine Klage vorzubringen hat, tu er es jetzt. Hier ist sie. Sie lügt. Da trieft es in dem Teufel. Eine verstockte Sünderin. Auf die Knie mit ihr. Du bist der Sünder.